Nein, hier kommt kein böser Mann. Gott. Oh Gott, nein. Das habe ich schon rausgefunden. Papa sagt, dass es dieses Jahr kein Weihnachten gibt, weil er zu viel zu tun hat. Das Kindermädchen sagt, dass wir ihn nicht stören dürfen, weil er immer so beschäftigt ist. Wenn sie uns aufweckt, ist er schon zur Arbeit gegangen und oftmals kommt er erst zurück, wenn wir schon schlafen. Im Garten haben wir einen Vogel mit einem gebrochenen Flügel gefunden. Wir haben ihn den Kindermädchen gegeben, die ihn ein schmutziges Ding nannte und ihn mit dem Nudelholzer erschlug, Alter. Später, als alle schliefen, schlichen wir uns nach unten, um den Leichnam zu begraben. Im Garten war ein Schwein, wir konnten es schnüffeln hören. Dann kam Papa und sagte, dass wir sofort reinkommen müssten. Er war außer sich vor Wut, aber wir glauben, dass er wieder geweint hat. Jawohl, einfach mit dem Knüppel drauf. Ist das ein Teddy? Moment, einmal ins Licht rein. Ja, wird ein Teddy sein. Kann ich ihn anzünden? Ne, scheint nicht so. Schade. Dann weg mit dir. Ah, ich kenne das noch von Amnesia mit den Scripted Events. Sobald man den Weg wieder zurückgeht, kam da auch immer irgendwas. Und diese Musik macht es nicht besser. Okay. Sie haben die Laterne aufgehoben, mit deren Hilfe Sie Ihren Weg durch die Dunkelheit finden werden. Aktivieren Sie sie mit F. Passen Sie auf, dass Sie mit dem Lichtstrahl keine ungewünschte Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Gibt's wieder Öl? Okay. Habe ich kein Inventar? Ich habe kein Inventar. Ich lasse sie jetzt extra aus. Ich kann genug sehen. Ich hoffe, ihr auch. Aber wie gesagt, ich will keine ungewünschte Aufmerksamkeit. Zum Schieben oder Ziehen von schweren Objekten wie Lagerkästen halten Sie die linke Maustaste gedrückt, während Sie mit bewegen. Okay. Alter. Alter! Nein! Kann ich noch auch. Nee. Alter. So, rüber da. Warum gehe ich da überhaupt rein? Es war auf jemand. Ja, es war auf jeden Fall jemand hier, der die Kerzen angemacht hat. Kinder, warum macht ihr so einen Scheiß? Ich dachte, ich hätte euch gut erzogen. Alter. Oh, wieder der Schweinekopf. So, der Weg zurück ist geblockt. Das nach hinten, das heißt, von hinten kann niemand kommen. Hoffe ich. Oh, meine Nase kratzen und weiter. Alter, es ist so dunkel hier. Und ich will die Taschenlampe nicht anmachen. Ja, Taschenlampe. Ich hab Angst. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, ey. Und warum kann ich mir nichts hinterhergehen? Das fehlt mir. Das war bei Anneliese immer so geil, dass man mit allem wirklich. Arbeiten konnte.
Ah. Entschuldigung, wenn ich gerade ein bisschen still bin, aber es ist ein bisschen schwer zu kommentieren, wenn einem der Balken schon aus der Hose hängt, Alter. Jetzt nicht falsch verstehen. Scheiße. Die Zweideutigkeit habe ich erst relativ spät bemerkt. Da ist nichts. Oh, ich kann mal wieder was interagieren. Ja, ich weiß immer von unten nach oben, aber Moment, so. Moment. Ha. Ja, sagt er, ich kenne diese Ruinen. Er war ein schäbiger Kerl, ganz zerfressen von diesem übelriechenden Krankheit. Ich ertappte ihn dabei, wie er mich komisch ansah, als ob er wissen wollte, wie ich von ihn erfahren hatte. Ich hielt mein Verlangen zurück, ihm für seine Respektlosigkeit eins auf die Ohren zu geben, und sagte ihm, in der Bibliothek meiner Familie gäbe es faszinierende Reisebücher. Natürlich war das diesem ungebildeten Einfallspinsel zu hoch. Er stimmte trotzdem zu, uns zu führen. Ich habe dem Kunden erzählt, dass dies wahrscheinlich ein außerordentliches Abenteuer werden würde. Wenn diese alten Steine so viel Geld einbringen, wie ich voraussehe, wird es lediglich das erste von vielen sein. Irgendwie habe ich hier so Streifen im Bild. Ich verstehe das irgendwie nicht. Also die Grafik ist auf hochgestellt, auch wenn ich mich wundere, dass das mein PC schafft. Aber es sind irgendwie so Streifen im Bild. Ich weiß nicht warum. Nein. Kind, sein liebes Kind, komm einfach zu mir, ich bring dich ins Bett, gib dir noch ein Nachtküsschen, dann kannst du schlafen. Und ich auch. Ist das nicht ein Plan? Dann haben wir es geschafft. Spiel vorbei, gutes Ende. Das wäre doch ein Plan, oder? Sehe ich doch so, oder? Nein. Och, Mann. Da war gerade ein Leck. Ich dachte gerade, ich hätte Lassie gesehen, aber das ist ein bisschen zu alt, die Zeit hier, um dass er, als dass er Lassie sein könnte. You don't mind if I record this, do you? I find it most useful. Ah, you have one of those wonderful Martin pills. No, of course not, my dear fellow. It's my own design, Professor, along with everything you see. Most useful. You understand, of course, why the Ministry sent me. That they have concerns. Ja, das war sehr lang, muss man sagen. Kann ich Licht ausmachen, ne? Genau. Ah, ich lasse Licht mal an. Alter, die Geräuschkulisse ist aber schon mal gut, muss man sagen. Ich habe das Gefühl, dass ich hier. Ah! Was war das? Alter. Lass mich die mitnehmen. In Amnesia eine Waffe, das weg. Ey, du hast eine Knarre. Nimm die mit. Mann. Hier wurde wohl gepokert. Nö, 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 nö. Ich glaube, die haben sogar dieselben Bücher wie im Originalen. Ja, Wiederverwertung nennt man sowas ja. Müssen sie ja nicht unbedingt alles neu machen, ne? Aber die haben relativ viel übernommen, muss man ehrlich sagen. Ach.
Gott. Kann man eigentlich? Ja, cool. Nee, nicht so wirklich gut. Nee. Ich habe gerade gedacht, ich könnte auch mit dem Mausrad vielleicht öffnen und schließen. Aber das geht scheinbar nicht. Nimm mit. Bitte. Oh. Habe ich einen Geheimgang geöffnet? Ich lasse das Ding mal an. Ich habe ja scheinbar kein Inventar, das heißt auch kein Öl. Bevor ich den Hebel betätige, gucke ich mich doch erstmal um. Ich betätige doch erstmal den Hebel. Ah. Okay. Das Ding ist allerdings noch oben. Alter. Atmosphäre können die eindeutig. Okay. Das Badezimmer, guck mal hier, nicht spannend. Alter. Ja, wenn die Frau des Hauses mal baden muss, ne? Ah ja, die stehen also auf SM, ist klar. Was für eine kranke Kunst, ey. Alter, wie geil sich das verschließt. Alter, da sieht man echt nichts von. Obwohl doch da, ein kleiner, kleine Linie ist erkennbar. Ich will hier raus. Oh, Ortswechsel. Alter, wer verschließt bitte in seinem eigenen Haus die Türen so? Aufwecken des Puppenhauses. Lilibeth Lilly Mendes, hier begraben am 26. September 90. Die Engel klagen dir zu Ehren. Deine Zähne verkaufen für die Püppchen der Armen. Alter, Zähne verkauft für die Püppchen der Armen, wie Kragengeifer nur. Hallo?